Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 31. August. Die Klippdachse, ein schwaches Volk, dennoch legt es sein Haus in den Felsen. Sprüche 30, Vers 26. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, sagt Goethe im Faust. Offenbar dachte der König Salomo auch so. Und darum werden ihm sogar die Tiere des Feldes zu Bildern von geistlichen Dingen. Da hat er eines Tages diese Klippdachse gesehen, die in den unzugänglichen Felsen wohnen. So möchte ich auch, dachte er, mein Leben bauen auf den ewigen Fels, den Herrn. Aber nun drückt er die Sache hier etwas eigenartig aus. Wir würden sagen, die Klippdachse sind ein schwaches Volk, darum legen sie ihre Wohnung in die festen Felsen. Salomo aber sagt so, dennoch legen sie ihr Haus in den Felsen. Was soll hier das dennoch bedeuten? Salomo wollte gewiss sagen, diese schwachen Tierchen passen ja gar nicht in die herrlichen, gewaltigen Felsen. Da gehören die starken Löwen hin und die riesigen Adler. Und doch wagen es die Klippdachse, hier zu wohnen. Das ist ein schönes Bild für wahre Christen. Sie wissen, wie böse und schwach zum Guten sie sind. Sie sind ihrem Feind, dem Satan, unterlegen. Sie haben Furcht vor Gottes Zorn und der Hölle. Der Welt ist das lächerlich, aber so schwach sind rechte Christen. Sie passen gar nicht zu dem starken Fels, zu dem herrlichen Heiland. Wie Petrus möchten sie sagen, Herr, geh hinaus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und dennoch bauen sie ihr Leben auf diesen Felsen Jesus. Sie können nirgendwo anders leben. Hier wohnen sie in Schwachheit und rühmen doch. Der Herr ist unser Heil. Wovor sollten wir uns fürchten? Herr, Herr, wir danken dir, dass du Sünder und Schwache bei dir wohnen lässt. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.